Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir müssen in die Galerie und dort Bilder aufschlitzen mit einem Messer, was wir bekommen haben, obwohl wir eigentlich schon eins hatten. Jetzt frage ich mich, haben wir jetzt zwei? Nein, haben wir nicht, du blöde Sau! Warum hast du uns das Messer nicht gegeben? Ist mir wurscht, ob wir schon eins hatten oder nicht. Ach, Leute, dann hätten wir... Moment mal. Dann hätten wir es verkaufen können. Ach so, nee, das Loot ist schon noch da. Weil uns doch irgendwann mal aufgefallen ist, dass es von diesem Auto ausgeht. Das ist mir früher nie aufgefallen. Finde ich echt cool jetzt so. So, wir müssen hier rein. Okay. Wir sollten das Schloss nicht unbedingt knacken. Hier ist nämlich jemand. Kann ich hier vor... Oh. Hey, hey, hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Haben Sie den Anruf nicht bekommen? Wow, wie Sie das gerade gesagt haben, war so dominant. Öffnen Sie die Tür. Boah, was sollen wir denn machen? Wie sollen wir es denn machen? Also ihn beherrschen mit Rot, ihn überreden mit Blau oder ihn verführen mit Rosa? Ich bin gewillt, es mit Rosa und verführen zu versuchen. Einfach aus dem Grunde, dass wir das, glaube ich, am meisten geskillt haben. Also auf der höchsten Stufe. Ich kann ja jetzt gerade nicht nachgucken. Doch, kann ich. Verführen ist auf 3. Überreden und auf 2. Boah, ich versuch's mit 2. Nein, man hört ihn nicht reden. Dann lese ich es euch vor. Ha. Also, Lady, das ist die natürliche Reaktion der Leute auf jemanden in meiner Position. Das Risiko, das Prestige, die Autorität. Es ist ein harter Job. Aber irgendwer muss ihn ja machen. Wollen Sie ein Geheimnis wissen? Macht, tört mich richtig an. Yeah, you know, you'd be surprised how often I hear that in this line of work. It's a uniform, you know. Women just can't get over the uniform. Okay, reden Sie durch weiter. Unfortunately, if I continue to engage you in conversation, it's a violation of Code 613. Wie wäre es, wenn wir zwei uns erstmal ein bisschen besser kennenlernen? Ah! Okay, ja krass. Okay. Wusste ich auch nicht mehr. Vielleicht habe ich das sonst auch nie so gemacht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann euch aber noch mal kurz was anderes zeigen. Moment. Hier. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Also außen über die Garage zu gehen. Über die Tiefgarage zu gehen und dann hier durchzubrechen. Um dann hier vorbeizukommen. Und das Schloss hier zu knacken, beziehungsweise, ja doch, das Schloss hier zu knacken. Wir hätten ihn auch umbringen können. Also, ja, das wäre natürlich die allerbeschissenste Lösung, natürlich, weil er unschuldig ist. Auf jeden Fall wäre es eine Lösung gewesen. Ja, die anderen Sachen habt ihr ja gesehen. Entweder überreden oder, ja, überreden wäre sogar, glaube ich, so gewesen, dass wir uns auch als Polizist oder sowas ausgeben. Bin mir nicht ganz sicher. So, wir müssen jetzt... Achso, hier ist das Spendengeld drin. Ich werde es nicht nehmen. Ich will aber kurz speichern. Und es nehmen, weil ich glaube, man verliert Menschlichkeit. Nicht? Dann nehme ich es, wenn es keine Auswirkungen hat. Vor allem hat sie uns eh gesagt, dass es ja nicht wirklich Spendenkasse ist, sondern dass sowieso nur irgendwelche Assis kriegen. Achso, ich F1 war das. Braucht das Messer. Kein trifft Lilith. Okay, hier wird er vom verflucht. So, wir brauchen halt hier jetzt die richtige Reihenfolge. Wartet mal, ich bin echt zu doof dafür.
Fängt's damit an? Patzer. Damit geht's nicht los. Dann geht's damit los. Patzer. Okay. Damit kannst du nicht losgehen. Okay. Dann das. Dann das. Und dann das. Sorry für den Patzer, für die drei Patzer, zwei Patzer, wie auch immer. Na, wer bist denn du, Schickes? Ich kann euch ja schon mal eins verraten. Das ist einer meinesgleichen auf jeden Fall. Sie hat gerade nicht geschlagen. Oh, ich würde sterben eventuell. Wow, wow, okay. Blutheilung. Blutmacht, dann werde ich stärker. Blutläuterung mal bitte kurz. Jetzt mal kurz noch so ein Ding nehmen. Krass. Aber der war immer schwer. Das weiß ich noch. Und jetzt habe ich auch noch mich am Anfang bisschen blöd angestellt. Der ist auch ein bisschen mehr geskillt. Also das, was er hier hat, das können wir auch. Ich mache das sehr gut. Das können wir auch machen. Boah, ich muss jetzt mit meinen Kräften hier. Blutgeschoss. Blutheilung. Schnell, schnell, schnell. Huhuhu, wenn er mich noch einmal trifft, dann ist vorbei. Ich muss noch mal kurz benutzen. Boah, ich bin mies. Ich bin mies. Ich merke das schon. Aber Moment mal, ich konnte doch irgendwie blocken. Oh. Ups. Na, jetzt habt ihr das auch gesehen. Hi. Okay. No problem, Leute. Wir haben ja gespeichert, ne? Und jetzt weiß ich bestimmt die Reihenfolge, wie das funktioniert. Sollen wir mal jetzt so testen, ob wir, vielleicht skillen wir ein bisschen was. Vielleicht skillen wir ein bisschen was. Was können wir denn machen? 15 haben wir. Schild aus Blut. Das kostet 10. Das könnten wir sogar beides nehmen. Vielleicht mache ich aber nochmal hier auf bewaffneter Kampf, Körperkraft, Nahkampf. Das ist bewaffneter Kampf. Körperkraft ist waffenloser Kampf und bewaffneter Kampf. Ich mache jetzt mal Nahkampf noch ein Pünktchen dazu. Und vielleicht probieren wir doch das Blutschild mal aus. Oder sollen wir darauf sparen? Nee, wir machen das jetzt mal. So. Dann sehen wir mal einen Unterschied, ob das was bringt. Hier geht's los. Dann geht es hier weiter. Dann wird er bestraft. Dann trifft er die Lilith und dann macht er sie platt, oder wie ist das? Naja. Können wir das überspringen? Nee. Dann können wir leider nicht. Nein, 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 nicht mich schlagen. Ich muss erst meine Waffe auswählen, bitte. Blutmacht, Blutschild. Schauen wir mal, jetzt haben wir das gleiche wie er. Deswegen hatte er so einen, ja, krassen Vorteil einfach. Jetzt blocken wir. Ah, so cool. Blocken ist natürlich geil. Blutläuterung. Befehligen. Blutheilung. Blutheilung nochmal. Ne, wir müssen kurz nochmal so ein Beutelchen nehmen. Boah, der ist hart. Wobei wir ihn jetzt schon zur Hälfte drunter haben. Machen ein bisschen mehr Kraft. Boah, wenn er einmal zuschlägt, ne? Der ist noch irgendwas anderes, hat der Typ noch mit dabei. Oh, krass, das bringt nicht mal was. Blutbedarf.
krass. Ah, jetzt haben wir ihn. Also es ging auf jeden Fall besser. Wir haben, wie viel? Zwei Päckchen haben wir trotzdem noch gebraucht. So, jetzt muss ich aber warten, bis das hier weg ist. Oder kann ich das ausmachen? Oh nein, kann ich nicht. Jetzt habe ich es nochmal aktiviert. Das ist natürlich schlecht. Boah, wir haben mega viel Kohle. Kohle. Sorry, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Weil ich, halt rot bin. Ich bin halt leicht auffällig, so. Das ist nicht so cool. Ich weiß nicht, ob ich so raus darf. Ich speichere nochmal. Ich hoffe, dass das weg ist, wenn ich hier rausgehe, weil sonst, ist das sehr, sehr schlecht. Oh. Ja, so sieht es denn aus, Leute. Kacke, das muss doch irgendwie ausgehen. Maskeradebruch haben wir jetzt gemacht. Und da seht ihr mal, wie es aussieht. Dummerweise geht das halt nicht weg. Ah, nee, das kann echt nicht wahr sein. Ich kann halt jetzt nicht so rumlaufen. Ich kann mir halt auch nicht selber wehtun. Ach, cool. Was soll ich denn machen? Was mache ich denn jetzt am besten? Weil es ist ein... Wollen wir jetzt kurz was anderes nehmen? Mehr Blut benötigt. Ich topfe halt jetzt den ganzen Boden voll. Ah, das ist mies. Ich kann mir jetzt genug Blut kaufen, wenn es ist. Wieso kann ich das nicht ausmachen? Nein. Boah, Leute, was soll ich machen jetzt? Ich kann halt so nicht raus. Das würde nicht aufhören. Dann werde ich die ganze Zeit die Maskerade brechen. Das muss doch irgendwie gehen. Ich muss doch irgendwie das wegmachen können. Könnte ich mir jetzt eigentlich auch mal kaufen. Aber noch nicht sofort. Hallo, bitte. Befähigen, Auspacks, Blutheilung, Blutmacht. Lass mich mal kurz in die Optionen schauen. Vielleicht gibt es ja irgendeine Taste, die das wegmacht. Disziplin vorzeitig beenden, F8. Tatsächlich. Okay, weiterspielen. Ach, Gott sei Dank. Spiel, du bist gar nicht so doof. Das ist super. Gottes Willen, das wäre jetzt so mega kacke. Ich meine, in dem Fall wäre es wurscht, dann hätte ich halt nochmal geladen, hätte es nochmal so gemacht und so getimt, dass das halt gut ist. Aber... Was? Gut, den kann ich jetzt nicht trinken. Aber das wird halt auf Dauer mega mies. Man, stellt euch vor, das passiert öfter. Dass es zu so einem blöden Zeitpunkt passiert und ich das nicht wegmachen kann. Wie lange wartest du noch nicht auf deine Karte, junger Mann? Du wirst mir nicht reichen. Ich habe sehr viel Durst. Vielleicht gehen wir dann in der Folge gar nicht zur... Therese oder Jessica, sondern schauen noch mal kurz in die Blutbank. Vielleicht schaffen wir eh auch beides. Damit ich mir noch mal ein bisschen was kaufe für den Fall. Wisst ihr schon? Ich habe das sonst nicht wirklich gebraucht. Also ich glaube im kompletten Spiel früher so habe ich das eigentlich echt nicht gebraucht.
Ich meine, das hat jetzt, glaube ich, echt viel mit meiner Körperkraft auch zu tun gehabt. Ja, und der war halt wie ich nur besser von seinen Skills her. Vielleicht gehe ich auch noch ein bisschen auf Falschen. Wartet mal kurz. Falschen habe ich nämlich nur auf 1. Manipulation oder Finanzen? Guck mal, es kostet nur 3. Manipulation kostet 4. Nee, mache ich hier Finanzen einmal rein. Und dann geht das auch Wieder noch ein bisschen fix? besser. Ja. Sag mal, wo kriegst du jetzt dein Blut her? Now that you let that one go, I have to go out and find someone else to fill the chair. But it's kind of chilly out, and now that my co-pilot's been devoured, I'm flying solo. I need a new body. Find another donor and I'll whip up a fresh Ernsthaft? batch. Wo soll ich ihn The finden? bitch who owns me and this place runs the asylum. Lots of young, stupid blood. Not like the putrid, stinking vagrant blood we so often get. Don't shed any at the club, though. Ernsthaft? The missus, she don't appreciate Ich habe it. das nie gemacht. Ich habe das nie gemacht. Blood don't grow on trees. The bitch who owns me. Alter Schwede, krass. Ich habe diese Mission nie gemacht. Die habe ich nie gehabt, glaube ich. Oder ich habe die total vergessen. Gibt es nicht irgendwo Blut oder so? Habe ich dann einfach nie eins gekauft? Boah, das kann ja echt sein, dass ich nie eins gekauft habe. Vielleicht hat man danach noch irgendwie von woanders eins gekriegt oder so. Boah, und ich habe jetzt gerade aber überhaupt nichts, oder? Das ist ja verrückt. Also jemanden finden im Asylum. Wo ich jetzt sowieso hin muss. Also ja, wahrscheinlich eine von den beiden Tanten, die unten sind. Das ist natürlich schade, weil dann kriege ich ja, habe ich eine Trinkquelle weniger. Naja, aber eine reicht da oben. Oder in dem Club. Da habe ich ja noch den Typen bei mir bei der Wohnung. Er ist schon in Ordnung. Hier kann ich auf der Straße auch so Leuten folgen und die dann auch trinken, wenn es ist. Na du? Ganz schrecklich. Lass mich dir zeigen, wie leid es mir tut. Tut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Bleib schön, wo du bist. Ich bin gleich wieder da. Du bist im Weg. Gottes Willen. Geh ich auf die andere Seite. Du vielleicht. Ich habe von einer Kifferparty drüben in der Blutbank gehört. Mami ist hier wegen ein bisschen mehr Zucker. Nee, eins. Ah, jetzt sieht man die rechte ganz gut. Ich meine, die rechte spielt eine weniger, also eine kleinere Rolle, sage ich jetzt mal, als die linke. Ich meine, mit der rechten können wir nicht mehr reden. Sieht trotzdem besser aus. So, eins. Tatsächlich? Naja, das ist mir doch alles ein bisschen zu unheimlich. Aha. Warte, du glaubst nicht? Du wirst es lieben. Wahrscheinlich würdest du dich sowieso nicht. Wahrscheinlich würden sie dich sowieso nicht reinlassen. Bis dann. Boah, ich schätze sie so ein, dass wenn ich zwei nehme, bis es dann erst recht hingeht. Aber ich nehme jetzt eins. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Du wirst es lieben. Zwei? Ist hier deins? Geht der jetzt hin oder nicht? Nein. Wendel will, dass sie ein ahnungsloses Opfer finden, das Lee als Spinner für die Blutbank setzen soll. Boah, ich weiß nicht. Muss ich erstmal ein bisschen trinken von der oder so? Jetzt kann ich jetzt auch nicht mit dir reden. Habe ich gut gemacht. Können wir sonst mit jemandem sprechen? Ich glaube nämlich nicht. Und mit ihr hatten wir auch nicht die Möglichkeit. Er doch nicht. Nee. Nee, mit ihr kann man nichts machen dergleichen.
Wow, okay. Dann versuche ich es jetzt mal anders. Ich gehe jetzt mal hier nochmal raus. Das ist ja verrückt. Habe ich definitiv nicht gemacht, weil sonst könnte ich mich irgendwie ein bisschen daran erinnern. So, da hat sich jetzt nichts aktualisiert. Und jetzt gehen wir wieder zurück rein. Und gucken wir mal. Stopp mal, können wir mit ihm irgendwas reden noch? Was weißt du über Therese und Janet? Ah. Ich muss jemandem meine Sorgen erzählen. Ich wurde im Ghetto geboren. Mein Doktor hat angerufen, mir mitgeteilt, ich hätte nur noch 3 Monate zu leben. Mein Leguan-Spielkamerad ist gerade gestorben. Ich habe gerade erfahren, dass mein bester Freund ein Zirkusclown ist. 4. Yeah. Ich bin so verdammt sauer auf die Welt. Ich warte jetzt nur noch auf den Tod. Ich denke, ich mach's gut. Das Zeug weiß ich nicht an. Nein. Aber ich fühle mich schon viel besser, ja. Okay. Ach, dieses gute alte Bucket-Klischee. Hallo! Ich weiß nicht, warum Kifferparty? Okay, da geht nichts. Ich muss das erste nehmen. Ich verstehe es nicht. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich werde jetzt hier... Nee, ich muss dann eh nach oben. Aber Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich werde in der Zwischenzeit mal hier nachlesen. Oder wartet mal. Beziehungsweise, ich werde nicht nachlesen. In einer Komplettlösung oder sonst was. Ich bin deswegen hier bei diesem Spiel mit Komplettlösung und sowas so aufgeschlossen, weil das Spiel sehr viele Bugs hat. Und es schon durchaus sein könnte, dass es einfach ein Fehler ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich schon, dass ich schon richtig gemacht habe. Aber das Spiel halt einfach ein Problemchen hat. Aber wir werden erstmal mit Janet reden oder mit Therese oder sonst wem. Vielleicht kriegen wir dann nochmal eine Info, wer das machen könnte. Weil er hat gesagt... Ach, er hat eigentlich nicht gesagt, dass es hier sein muss. Aber er hat aber schon von hier gesprochen. Also er hat schon vom Asylum gesprochen. Kein Fehlschlag, sehr gut. Na, wir sind so schick. Naja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge Vampire The Masquerade Bloodlines. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst mir gerne den Daumen da. Ich würde mich freuen. Und auch über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Dankeschön, Leute, und bis morgen. Ciao.